heute teste ich mit euch zusammen einen High-Speed Haartrockner von FendGo. Vielen Dank auch an dieser Stelle an FendGo und Amazon für die Zusammenarbeit. Ich bin mega gespannt und packe das jetzt mit euch zusammen aus. Das ist der neue Haartrockner mit Ionentechnologie. So schaut die Verpackung aus, die habt ihr schon gesehen. Und wenn man das hier auspackt, dann sieht das hier so aus. Da ist auch so eine Tasche dabei. Finde ich jetzt auch super praktisch, wenn man das transportieren möchte mit dem FendGo Logo. Und der Föhn ist ebenfalls drin. Der hat zwei Aufsätze dabei. Und das werde ich hier jetzt mit euch zusammen testen. Und natürlich auch die Gebrauchsanleitung. So schaut der Föhn aus. Also das Design finde ich mega. Das ist weiß mit Rosé-Gold. Also es lässt sich auf jeden Fall blicken. Und ich finde das Design richtig cool. Richtig modern und stylisch. Der Föhn kommt mit zwei Aufsätzen, mit so einem Diffuser. Optimal für Locken. Auch wenn du keine Locken hast, kannst du die Wäsche machen. Oh! Oha, Leute, das ist mega. Das ist cool. Das ist sehr innovativ. Schaut mal. Hopp! Das ist einfach magnetisch. Und dann ist da noch so ein normaler Aufsatz, Föhnaufsatz dabei. Ich tippe mal, dass das auch magnetisch sein wird. Und da ich heute keine Locken machen möchte, aber die Locken werde ich auch mal mit euch zusammen mit dem Diffuser machen. Heute werde ich jetzt den normalen Aufsatz testen und auch schauen, was er für Stärken hat. Der soll nämlich super schnell sein. Also ich muss sagen, dass mich die Form so ein bisschen an den Dyson erinnert. Ich bin mal gespannt, ob er auch so qualitativ ist. Der hat hier zwei Stufen, Stufe 1 und Stufe 2. Und ich werde den jetzt erstmal auf Stufe 1 mit euch zusammen testen. Oh! Oh, man kann ihn ganz heiß stellen. Kühl, dann leuchtet er blau. Warm, dann leuchtet er gelb. Und ganz warm, dann leuchtet er rot. Und das ist jetzt von der Lautstärke die Stufe 1. Und jetzt werde ich noch die Stufe 2 testen. Und jetzt mache ich das mal auf meine Haare. Wow, Leute, also der ist super schnell, das muss ich schon mal sagen. Ich werde jetzt die Stufe 2 benutzen und ich werde dann auf Mittel stellen, also auf Gelb. Und dann gucke ich mal, wie schnell ich meine Haare getrocknet bekomme. Also der ist aber schon super schnell, wirklich. Und das ist ja auch sehr wichtig, dass man morgens schnell durch ist mit dem Haare trocknen und nicht wirklich 10 Minuten lang dafür braucht. Also ich bin echt begeistert, Leute, ich muss sagen. Oha, also mega. Der hat Power, sage ich euch hier. Es ist noch nicht mal eine Minute vorbei und ich bin schon fast fertig. Also es ist echt krass. Gut, ich muss sagen, er ist laut, aber bei der Power ist es ja klar, dass er nicht so leise wie eine Katze sein kann, ja? Ich würde sagen, wenn man den so hält, ist er gar nicht so laut. Laut hört sich das nur an, wenn man sich die Haare föhnt und sich quasi hier an den Ohren vorbeipustet, dann kommt es einem selbst laut vor. Aber wenn man den Föhn so hält, ist er überhaupt nicht laut. Ich habe jetzt so circa 2 bis 2,5 Minuten gebraucht und bei der Haarlänge finde ich das super schnell, Leute. Ich bin begeistert und das Design haut mich um. Das ist so cool. Es kann sich auf jeden Fall blicken lassen. Und diese Magnetsache ist auch richtig innovativ. Die Kappe hier könnt ihr abziehen und dann den Filter hier sauber machen. Die Tasche finde ich auch Bombe. So kann ich den Föhn zum Beispiel beim Verreisen immer mitnehmen, weil er halt wirklich super schnell ist. Ich bin begeistert.